Es ist die Nachricht, über die heute ganz Deutschland spricht. Nicht weniger als eine Zeitenwende in der Corona-Politik. Gestern Abend erst bei Bild Live verkündet, der künftige Kanzler Olaf Scholz will eine allgemeine Impfpflicht einführen. Scholz stellte sich den hartnäckigen Fragen von Paul Ronsheimer. Wie will er die Pandemie besiegen? Hier sehen wir ihn, wie er ankommt am Axel Springer Hochhaus in Berlin. Wird es neue Lockdowns geben und brauchen wir eine Impfpflicht? Ja, das war seine wichtigste Antwort und damit gibt es jede Menge Gesprächsstoff. Deshalb ist Bild-Politikchef Jan Schäfer heute Morgen bei uns. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Jan, vielleicht hören wir uns als erstes die zentrale Aussage von Olaf Scholz in dem großen exklusiven Bild-Live-Interview von gestern Abend noch mal kurz an, bevor wir sprechen. Da, wo Menschen ganz besonders geschützt werden müssen, in alten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, müssen die Beschäftigten sich impfen lassen. Und gleichzeitig brauchen wir für einen Zeitpunkt im nächsten Jahr, das kann Anfang Februar, das kann Anfang März sein, die Aussage, bis dahin sollten sich aber alle geimpft haben. Denn meine Idee, mein Vorschlag ist ja, dass der Zeitpunkt, bis zu dem dann jeder und jede sich hat impfen lassen, auch nicht allzu fern liegt. Also mein Vorschlag, Anfang Februar oder Anfang März. Da, wo Jan, das ist eine 180-Grad-Kehrtwende. Noch im September hatte Olaf Scholz gesagt, Impfpflicht brauchen wir nicht. Jetzt kann man sagen, gut, er hat gelernt, die Zeiten haben sich geändert. Oder man kann sagen, wieder einmal versprochen, gebrochen. Also es geht ja nicht nur um Olaf Scholz in dieser Frage. Es gibt viele Politiker, auch Markus Söder beispielsweise, auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, die in den letzten Wochen eine Kehrtwende vollzogen haben, weil sie bisher eigentlich immer auch öffentlich gesagt haben, es soll keine Impfpflicht, keine allgemeine Impfpflicht geben. Das ist aber offenbar angesichts der Zahlen, die wir jetzt sehen, nicht nur Inzidenzen, aber auch Hospitalisierungsraten, etwas, was sich die künftige Bundesregierung, die Ampelkoalition, nicht mehr bieten lassen möchte. Und deswegen rückt sie von diesem Nein zur allgemeinen Impfpflicht ab. Am Ende muss man sagen, Olaf Scholz und seine neue Regierung, die stehen ja vor einem Dilemma. Entweder Lockdown, wieder ein Lockdown, oder eine allgemeine Impfpflicht, wenn man es auf diesen kurzen Nenner bringt. Das ist eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, weil beides absolute Sprengkraft natürlich für die Gesellschaft hat. Und Olaf Scholz hat sich wahrscheinlich aber die Umfragen angeschaut, hat festgestellt, es gibt eine deutliche Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Und dann nimmt er möglicherweise einfach den einfacheren Weg und sagt sich, okay, Lockdown will ich auf jeden Fall verhindern, Schulschließungen auch. Deswegen die allgemeine Impfpflicht. Und gestern wurde ja bereits in der Ministerpräsidentenkonferenz bzw. bei dem Corona-Gipfel quasi verkündet, dass es eben einen Lockdown eher dann für Ungeimpfte geben wird, bis dahin, bis eben diese allgemeine Impfpflicht gelten soll. Aber es wurde ja nicht nur über das Impfen gesprochen, bzw. nicht nur über die Impfpflicht, denn auch über den Impfschutz, wie lange dieser gelten soll. Wir können da auch noch einmal reingucken, was Olaf Scholz da genau bei uns gesagt hat hier zum Impfschutz. Wir wissen auf alle Fälle, dass der vollständige Impfschutz mit zwei Impfungen, anders als gehofft, im Frühjahr zum Beispiel, nicht die Wirkung hat, dass er für so lange Zeit reicht. Und deshalb ist es jetzt ja so wichtig, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich anstellen, was sie machen und sich ärgern darüber, dass es nicht gut genug klappt. Ja, brauchen wir ein Dauerimpfabo? Sprich, ohne Boostern geht nichts mehr? Ja, offenbar ist es das, was ja auch Experten sagen, dass der Impfschutz aufgrund von neuen Corona-Varianten, die auftreten, nicht mehr so vollumfänglich ist, wie man das noch vor ein paar Monaten eigentlich geglaubt hat. Und dann ist es natürlich logisch auch zu sagen, wer wirklich den vollen Schutz haben will, der braucht die Boosterimpfung. Das ist ganz klar. Wenn ich einmal den Punkt nochmal machen darf in Sachen Lockdown oder auch Impfen, allgemeine Impfpflicht, Boosterimpfung, dann ist es schon taktisch gar nicht schlecht von Olaf Scholz, diesen Weg, diesen Lockdown, auch den Schullockdown auszuschließen. Zumindest ist ja das seine Strategie der Zeit. Denn nichts ist schlimmer für eine Koalition, eine Regierung, die neu startet, den kompletten Frust abzubekommen. Also eine Wirtschaft, die wieder abstürzt. Wir sehen jetzt schon die Prognosen, dass das Wirtschaftswachstum schlechter wird, dass die Wirtschaft vielleicht sogar schrumpfen wird. Dann wieder Schülerinnen und Schüler, die nichts lernen, weil sie zu Hause sitzen. Das muss man ja einfach auch so sagen. Homeschooling heißt eigentlich mehr oder weniger nichts lernen. Das ist eine Verwaltung dann. Aber kein aktives Lernen. So. Und in diesem Dilemma befindet sich Olaf Scholz, die neue Regierung. Und da kommt dann noch hinzu, dass er sagt, wir müssen auch schneller insgesamt das Impftempo erhöhen,
um eine Boosterimpfung, genau, die dritte Impfung voranzubringen. Genau, das ist der Punkt. Wie soll das logistisch funktionieren? Scholz hat gesagt, er möchte bis Weihnachten 30 Millionen zusätzliche Impfungen haben. Das sind also mehr als 1 Million am Tag. Das sind Spitzenwerte, die wir im Juni hatten. Ich glaube, gestern hatten wir 500.000 Impfungen. Also wir sind weit davon entfernt und wir haben beim Boostern die langen Schlangen vor den Impfzentren gesehen. Auch dazu hat Olaf Scholz sich geäußert. Wir hören noch mal rein. Wenn Sie sagen, möglicherweise alle 6 Monate und jetzt sehen wir Schlangen, wo 3 Stunden, 4 Stunden die Menschen warten müssen auf den Impfstoff. Das kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern so an, dass sie sich darüber ärgern, dass das nicht alles flutscht. Und deshalb ist es ja richtig zu sagen, wir können jetzt nicht einfach so weitermachen. Wir brauchen einen neuen Anfang. Tja, aber wie soll der aussehen, dieser neue Anfang? Ja, und da kommt etwas zum Ausdruck, was bemerkenswert ist. Olaf Scholz versucht jetzt ganz klar eigentlich, sich als der neue Kanzler zu positionieren, der mit dem, was die Regierung davor, in der war er immerhin Vizekanzler, getan hat, eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ja, die Menschen ärgern sich darüber, dass es nicht so richtig flutscht, das muss jetzt besser werden. Also Olaf Scholz ist ja mitverantwortlich dafür, dass es nicht richtig flutscht. Und die 30 Millionen Boosterimpfungen, das ist jetzt keine Garantie von ihm gewesen, das war aber ein Wunsch, den er geäußert hat. Meine Prognose ist, der wird nicht erfüllt werden können. Denn das würde bedeuten, dass man eigentlich weit mehr als 10 Millionen Menschen jetzt pro Woche, wenn wir noch 3 Wochen bis Weihnachten haben, sagen wir mal, impfen müsste. Das wird so schnell nicht gehen. Und auch die Hoffnung, dass die Apotheker plötzlich mitimpfen. Ich kenne jetzt selbst Apotheker, die jubeln. Und das ist jetzt ironisch gemeint. Die sagen, wir wissen gar nicht, wie wir das schaffen sollten, jetzt eigentlich auch noch zu impfen. Also vielleicht sollte auch jemand vorher mit den Apothekern sprechen. Ich glaube, das Ziel 30 Millionen ist nicht haltbar. Ich meine, der Zahnärzteverband hat sich heute angeboten und hat gesagt, wir sind bereit mitzuimpfen. Könnte vielleicht auch schon mal ein wenig helfen. Ja, bis es soweit ist, sollen dann die 2G-Regeln gelten. Das heißt, Ungeimpfte werden vom öffentlichen Leben wirklich weitgehend ausgeschlossen beim Einkaufen in den Supermärkten, Restaurants, Gastronomie und so weiter und so fort. Hören wir uns noch mal an, was Olaf Scholz dazu gesagt hat. Hätten wir eine höhere Impfquote, hätten wir eine andere Lage. Und weil wir sie nicht haben, müssen wir dazu beitragen, dass das sich ändert. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Kontakte der Ungeimpften sehr beschränkt werden. Auch darüber ist diskutiert worden. Wir werden da, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, wo das Ansteckungsgeschehen sehr, sehr intensiv ist, dafür Sorge tragen müssen, dass dann auch Clubs und Diskotheken nicht einfach aufbleiben können. Ja, wir erleben einen Retrowinter, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Das sind alles Dinge, die wir vor einem Jahr genauso diskutiert haben. Und es kam dann auch genauso. Clubs, Bars wurden geschlossen. Es gab dann nur noch die Möglichkeit, da waren wir alle noch ungeimpft, in Supermärkte zu gehen und dort einzukaufen. Alle anderen Geschäfte waren geschlossen. Wir erleben genau das jetzt wieder. Wir erleben die Kontaktbeschränkung. Wenn man Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, heute Morgen hört, dann sagt die sogar, dass wir auch als Geimpfte wieder mit Kontaktbeschränkungen rechnen müssen, dass es Kontaktbeschränkungen für Geimpfte geben sollte. Das bedeutet also, wir steuern voll auf diesen Winter zu, den wir eigentlich schon einmal erlebt haben. Ja, und selbst in Hamburg, wo ja die Hospitalisierungsinzidenz gar nicht so hoch ist. Ich glaube, wir haben gestern auf die Zahlen geguckt, da war Hamburg zumindest mit im grünen Bereich. Aber selbst da gilt jetzt ja seit neuestem 2G, beziehungsweise die 2G-Plus-Regel dann in einigen oder an einigen Orten. Also selbst da wird es jetzt eben Einschränkungen geben, obwohl da eben die Lage gar nicht so dramatisch ist. Wie haben sich sonst die Ministerpräsidenten gestern dazu geäußert? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Also die Sitzung lief durchaus harmonisch ab, kann man sagen. Sie war auch nicht deutlich kürzer, als es in den vorangegangenen Corona-Gipfeln oder mit den vorangegangenen Corona-Gipfeln der Fall war. Rund 3 Stunden hat man debattiert. Aber was auffällig ist, dass aus dem Süden sehr viel Kritik am Vorgehen insgesamt und an den geplanten Maßnahmen kam. Also gerade Markus Söder, das, was wir hören, hat immer wieder auch gefordert, eine Bundesnotbremse einzuführen. Ebenfalls natürlich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und auch Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Also die drei aus dem Süden, die machen ordentlich Druck. Denen gehen die Maßnahmen bisher nicht weit genug. Mhm. Wir wollen mal hören, was die Menschen draußen dazu sagen, wenn diese Impfpflicht dazu tatsächlich kommen sollte. Ich bin geimpft, also wäre es ja für mich jetzt erstmal keine Einschränkungen. Und da muss ich aber auch sagen, das ist ja eigentlich auch der richtige Weg, um auch da rauszukommen. Sonst ist das ja wie eine Dauerschleife und im Januar geht's wieder los, nächstes Jahr im Herbst geht's wieder los. Ich bin kein Gegner der allgemeinen Impfpflicht. Wenn die ordentlich eingesetzt wird, das heißt mit Ausnahmen für Leute, bei denen es partout nicht geht, dann sollten wir das, denke ich, im Angesicht dieser Notlage machen dürfen. Ich bin nicht für eine Impfpflicht, weil ich sage, jeder Mensch sollte selber entscheiden dürfen über seinen Körper, was er macht und was er nicht macht.
Ich gehe damit um, dass ich die allgemeine Impfpflicht für gut halte in unserem Land, damit die Impfung auch nach oben geht, die Quote, und dass das für das Allgemeingut natürlich ein positives Zeichen ist. In dieser Situation wird es wohl keinen anderen Ausweg geben. Und die Leute, die so viel Einschränkungen hinnehmen müssen, bloß wegen der Ungeimpften, das ist nicht in Ordnung. Ich bin absolut für Impfen. Ich wäre froh, alle Menschen würden es tun, dass wir unsere Freiheit, unser Leben wieder zurückbekommen. Ich habe überhaupt gar keine Angst. Aber eine Impfpflicht, ich denke, ein Stück weit sollte der Mensch es schon selber entscheiden können. Ich finde, so allgemein kann ich das nicht sagen. Also keine allgemeine Zustimmung, aber auch Umfragen haben das gezeigt. Zuletzt hier bei Bild eine INSA-Umfrage. Die Mehrheit der Bevölkerung, 58%, ist für eine allgemeine Impfpflicht. Da wollen wir doch mal hören, was die bald Opposition dazu sagt. Wir sind verbunden mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU, Herr Frei. Hallo, guten Morgen nach Berlin. Hallo, ich grüße Sie, Herr Frei. Also, der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz hat es gestern hier bei Bild Live zuerst angekündigt. Er möchte eine Impfpflicht haben. Er möchte, dass die Abgeordneten im Bundestag frei, ohne Fraktionszwang, nach ihrem Gewissen darüber abstimmen können. Und zwar noch im Dezember. Ihre Meinung dazu? Also, ich will ganz offen sagen, dass ich da sehr skeptisch bin. Ich war das immer, was das Thema allgemeine Impfpflicht anbelangt, und ich bleibe es. Ich will es nicht vollkommen ausschließen, weil es natürlich klar ist, dass die Impfung uns helfen kann, eine fünfte oder sechste Welle und damit eine Endlosschleife dieser Pandemie zu vermeiden. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir jetzt vor allen Dingen alles dafür tun, um die Impfquote in der Bevölkerung markant zu erhöhen. Und da darf man, glaube ich, nicht der Illusion erliegen, dass das allein dadurch geschieht, dass man eine Impfpflicht anordnet. Denn das haben wir ja bisher auch gehört, bei der Durchsetzung dieser Impfpflicht gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Und wenn man nicht bereit ist, den konsequenten Schritt zu gehen, dann wird eine Impfpflicht alleine nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen flächendeckend. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Frei. Sie waren an der Regierung. Sie hatten lange, lange Zeit, das Tempo zu erhöhen. Sie haben es nicht geschafft. Ganz konkret die Frage, wenn es zu dieser Sitzung im Bundestag kommt, dieser Abstimmung darüber, Impfpflicht ja oder nein, frei nach dem Gewissen der Abgeordneten, wie werden Sie stimmen? Also ich kann das noch nicht abschließend sagen, aber ich will eindeutig sagen, ich bin sehr, sehr skeptisch. Und eine Impfpflicht kann immer nur eine Ultima Ratio sein. Das heißt, es muss klar sein, dass dann davor alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind. Und der erste Schritt wird ja eine bereichsspezifische Impfnachweispflicht sein. Das halte ich im Übrigen für sehr viel effektiver und sehr viel vernünftiger. Darüber hinaus, ich hatte es bereits angesprochen, flächendeckend 2G in praktisch allen Einrichtungen, die nicht lebensnotwendig sind. Das wäre aus meiner Sicht der klügere Weg. Und ansonsten ist es so, muss man sich die konkreten Anträge anschauen. Sie haben es im Bericht auch gezeigt, das hängt dann von Ausnahmen ab, die statuiert werden, und anderes mehr. Ich kann es also nicht abschließend heute sagen, aber ich bleibe skeptisch bei dieser Frage, auch weil ich nicht davon überzeugt bin, dass man auf diese Weise das Ziel gut erreichen kann. Ein weiteres großes Thema gestern bei dem Interview mit unserem Bald-Kanzler Olaf Scholz war ja eben auch, wie lange gilt man denn eigentlich als geimpft? Olaf Scholz sagte dazu gestern, man könne eben nicht 20 Jahre lang als geimpft gelten. Wie stehen Sie dazu? Wann muss man sich boostern lassen und ja, wie lange gilt man eben als vollständig gegen Corona geimpft? Ich glaube, da muss man sich an den wissenschaftlichen Evaluierungen orientieren. Und da haben wir in der Pandemie gelernt, dass wir permanent dazu lernen. Wir hatten die Erwartung, dass mit der zweiten Impfung ein dauerhafter Impfschutz erreicht wird. Jetzt sehen wir in zahlreichen Studien und Untersuchungen, dass der Impfschutz eben je nach Wirkstoff nach einiger Zeit nachlässt. Und wenn man von vollständig geimpft spricht, dann bedeutet das eben auch, dass man über einen entsprechenden Immunisierungsstatus verfügt und über einen entsprechenden Schutz. Und wenn sich herausstellt, dass dieser Schutz nach 5 bis 6 Monaten so markant nachlässt,
dass man nicht mehr von einem vollwertigen Schutz sprechen kann, dann gehört die Auffrischungsimpfung selbstverständlich mit dazu. Und dann muss man die auch verlangen, wenn man von einem vollständigen Impfschutz spricht. Herr Frey, es gibt erste Stimmen, die auch massive Kontaktbeschränkungen für Geimpfte fordern. Unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert das heute Morgen. Ist das ein Weg, um die Pandemie stärker einzudämmen? Wie stehen Sie zu massiven Kontaktbeschränkungen für Geimpfte? Ich würde es jedenfalls keinesfalls ausschließen. Ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass man so etwas jetzt sehr schnell braucht. Denn das Diskutieren über die Impfpflicht verdeckt die Tatsache. Wenn Sie sagen, dass man das jetzt schnell braucht, dann skizzieren Sie das doch bitte mal etwas konkreter. Ja. Also sind wir wieder dort, wo wir im letzten Jahr waren? 2 Haushalte insgesamt mit maximal 10 Personen, also auch für Geimpfte? Also Fakt ist, dass wir jetzt ganz schnell die Kontakte um 70-90% reduzieren müssen. Und das bedeutet beispielsweise, dass es keine Fußball-Bundesliga-Spiele mit Zuschauern mehr geben kann. Das bedeutet beispielsweise auch, dass bestimmte Aufzüge, Versammlungen, Veranstaltungen nicht stattfinden können in der jetzigen Zeit. Das bedeutet auch, dass Bars und Diskotheken aus meiner Sicht nicht offen haben können. Und das gilt dann selbstverständlich nicht nur für die Ungeimpften, sondern für alle. Es geht darum, jetzt massiv die Kontakte nach unten zu fahren. Aber auch im privaten Bereich. Einmal noch die Nachfrage. Was heißt das für den privaten Bereich? Treffen wir uns dann auch als Geimpfte nur noch im kleinen Kreis, also maximal 2 Haushalte beispielsweise und 10 Personen? Nein, also was die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich anbelangt, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass es auf den Impfstatus ganz erheblich ankommt. Ich finde, all die Maßnahmen, die man ergreift, die müssen natürlich nachvollziehbar sein für die Menschen. Die müssen wirken. Wenn sie ansonsten nicht überzeugen können, dann werden sie auch keine Akzeptanz finden und dann wird die Corona-Bekämpfungspolitik insgesamt keine Akzeptanz finden. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir uns auf das konzentrieren, was wirklich auch Wirkung entfaltet. Und das bedeutet insbesondere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum für alle und ansonsten konsequente Umsetzung von 2G und 2G-Plus-Konzepten. Ganz konkret nochmal nachgefragt. Sie sprachen vorhin von Bars und Clubs, nicht von Clubs und Diskotheken. Bars, darunter fallen auch Kneipen nach Ihrem Begriff. Das heißt, auch Kneipen müssen wieder zumachen? Ja, aus meiner Sicht ja. Fakt ist, dass es das Infektionsschutzgesetz, wie es derzeit gilt, nicht hergibt. Sachsen und Bayern haben entsprechende Maßnahmen auf der Grundlage des alten Rechts ergriffen. Und deswegen ist unsere zentrale Forderung auch, dass der Deutsche Bundestag schnellstmöglich zusammenkommt, um erneut die epidemische Lage nationaler Tragweite festzustellen, damit die Maßnahmen, die von den Landesregierungen für notwendig erachtet werden, auch tatsächlich umgesetzt werden können. Vielen Dank, Herr Frey, für dieses Interview, für Ihre Zeit.